Hi und herzlich willkommen zur nächsten Runde von War Thunder auf meinem Kanal. Auf den netten Wunsch eines einzelnen Abonnenten, ob ich nicht auch mal einen schweren deutschen Panzer spielen kann, werde ich es doch glatt tun. Und zwar habe ich den Kameraden hier anzubieten. Tiger 1 H1. Ein recht gutes Modell eigentlich. Hat eine recht solide Panzerung, die als einziges Problem hat, dass sie einfach schlecht angewinkelt ist. Also ist halt überall im 90-Grad-Winkel zu treffen und sehr, sehr gut zu erwischen. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, aber hier in der weniger stark gepanzerten Seitenpanzerung auf einer 90-Grad-Fläche direkt das Munitionsdepot anzubringen. Was sich gerade dann sehr, sehr negativ bemerkbar macht, wenn man das erste Mal von irgendwelchen M18 oder ähnlichem beflankiert wird, die dann einfach in hohem Tempo in die Seite fahren, ein, zwei Schüsse abgeben, am besten noch im Rudel unterwegs sind. Und dann hat sich so ein Tiger recht schnell erledigt. Dem hier ein bisschen defensiver spielen, gucken, dass wir uns nicht so weit nach vorne trauen, nicht so weit nach vorne trauen, nicht so weit nach vorne wagen, um dann nicht unnötig sich solchen Beschuss auszusetzen. Ansonsten habe ich noch dabei einen Panther, auch der erste Panther, den es gibt, und den Panzer 470, einen Jagdpanzer. So, oh, sehr schön, ich bin mit Amerikanern zusammen, das ist sehr wunderbar. Lassen wir erstmal die Rudel hier vorbeirauschen. Das sind genau die Jungs, irgendwie über 70 km/h schnell. Die können da erstmal fröhlich freundlich ausschwärmen. Ich gehe ein bisschen auf die Seite. Ja, da sind einige dabei. Ja, das ist so ein bisschen das. Ich dachte, ich wäre vorbeigekommen. Okay, das ist so ein bisschen das Nervige an amerikanischen Panzern. Und jetzt zieht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Amerikaner dabei und 5 davon fahren GM18s, nur eine für etwas anderes. Da weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Also ich finde es ein bisschen schade, da kommen einfach zu wenige andere Panzer von den Amerikanern zum Einsatz. Die verlassen sich doch sehr, sehr stark auf den M18. So, hier hat einer schon mal Performer Arti reingehauen. Ich gucke, dass ich mich hier hinter dem Gebäude ein bisschen versteckt, auf Diamantstellung gehe und einfach. Das können wir sogar hier schon rausfeuern, ohne jetzt direkt. Ja, rausfeuern könnte ich, sehe noch nichts. Auch niemand da drüben, haben wir doch einen Kameraden, der auch nicht direkt unter Beschuss nimmt. Okay, die Arti kann ich eigentlich ignorieren. Ein bisschen Geflicke. Jawohl, sehr guter Treffer. Kann er, glaube ich, noch fahren. Aber er tut es nicht. Jawohl, dann haben wir ihn. Sehr gut. Ist ganz praktisch hier mit dem Gebäude und den leichten Schießscharten, die man hier so hat. Wer schießt denn noch auf mich? Ich ziehe mich einfach zurück, auch wenn ich nichts sehe. Oder was du willst, Kamerad? Ne, war nicht. Irgendwo von da vorne kommt noch was. Aber ich sehe es nicht und ich sehe es wahrscheinlich so lange nicht, bis es mich einfach durchschlägt. Den Hammer. Boom! Ich wusste, aber ich sehe es genau so lange nicht, bis es mich durchschlägt. Wobei, es ist nicht wahr, weil ich habe es immer nicht gesehen. Ah, von ganz da drüben. Ja. Schön mit der Sperrengranate oben in die Kuppel reingeschossen. Ja, da hat er so ein bisschen die Dinger da ausgenutzt, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Panther, ich sehe gerade, seit 19 nicht mehr gefahren. Nehmen wir mal als nächstes. Einfach weil er ein bisschen schneller ist und ein bisschen früher an der Front ist jetzt. Ja, da habe ich ein bisschen gepennt. Denn
Habe ich selber nicht mit gerechnet, dass jemand aus der Distanz durch die schmalen Schießscharten schießt und auch noch trifft. Aber hat er ganz gut gemacht. Gut ab. Oh Mann, vor lauter gucken, was es da links ist, was der gerade geschossen hat. Einmal gegen das Haus gefahren. Was ist das Haus? Gegen die Laterne gefahren. So, also es ist echt kein Panzer, um zu fliehen. Okay, jetzt habe ich gesehen, wo er ist. Gucken, ob ich mich hier verstecken kann. Müssen wir da hinten sein? Ah, da hinten bewegen sie sich, okay. Das war schon mal ein Treffer, aber leider unbeschädigt. Gar nicht so schlecht geschätzt. So, Reparatur ist auch gleich durch. Gerade. So, mal gucken, ob wir da zurückschießen können bei den Kameraden. Jawohl, der war doch schon mal gar nicht so schlecht. Macht es auch keine Anstalten, sich zu verdrücken. Weil den Turm gerade so hat, dass ich ihn wohl schlecht treffen kann. Am Rohr abgeprallt und dann in die starke Turmpanzerung reingeschossen. Ist zu kurz. Ja, was jetzt so ein bisschen fehlt, ist panzerbrechende Munition. Jetzt steht er gut, aber er hat mich auch auf dem Visier. Ziel unbeschädigt. Ja, ich habe da einen echt schlechten Stand gerade. Aber wir vertrauen auf die Panzerung, wir vertrauen auf die Panzerung. Eben scheint er sich wieder ein bisschen festgepackt zu haben. Treffer, das Rohr hat was abbekommen. Nochmal ein Treffer, aber auch wenig Schaden angerichtet. Ja, die Runde sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ziel unbeschädigt, einen kleinen Tacken zu hoch. Ja, jetzt wäre der Tiger wieder eine ganz angenehme Sache auf die Distanz. Jep, da haben wir ihn doch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Uns mal so ein bisschen hinter dem Schirm. Na super, toller Trick M24. Das sind wieder Helden des Alltags unterwegs. Und sich mal wieder gegenseitig weg, die Jungs.
Oh shit, der war daneben. Zu früh abgedrückt. Nehmen Sie ein bisschen die Nachladezeit. Der war gut. Sehr guter Treffer. Nein! Shit. Nein! Hätte echt drüber schießen können. Ja, hat er tatsächlich. Schade, schade, schade. Gut geschossen, aber hätte ich mir auch ein bisschen clever hinstellen können. Dann bleibt nur noch mein kleines Flugzeug übrig. Die Bombe nehmen wir natürlich mit und nehmen wir den Lufteinstiegspunkt und sparen wir uns den dämlichen Start. Cool, Berlin-Tegel. So, ja genau, Bombe habe ich dabei. Nein, 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 nein. Ich muss mal die Tastatur ein bisschen umstellen. Da passen Sachen nicht ganz zusammen. Okay, dann sind wir halt als Jäger unterwegs. Dafür sind wir jetzt ein bisschen leichter. Oh, Kack-Noob, du Kack-Noob. So, da haben wir auch das erste Ziel, den Bomber da. Dass wir den abgefangen kriegen, bevor er seine Bomben abwerfen kann. Oh, ich sehe ihn immer schlechter, ich sehe ihn immer schlechter. Ja, ein guter Treffer, eventuell reicht es, also die Bomben wenigstens nicht mehr sauber ab. Nein, er konnte sie sauber abwerfen. Schade. So, irgendwie will der Kamerad aber auch nicht sterben. So, ich habe ihn zwar abgekriegt, aber mich hat es halt auch erwischt. Wahrscheinlich hätte ich direkt drehen müssen, als er gebrannt hat. Aber gut, das war jetzt immer keine so schlechte Runde. Von dem her hängen wir gleich nochmal einer dran. Ja, ich habe schon ganz andere Runden gespielt beim warmen Spielen. So, genau. Gleich weiter geht's. Gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was für die letzte Schlacht. Ja genau, das war die Schlacht davor, glaube ich. Oder? Ne, das war die Schlacht. Boah, hatte ich aber auch noch draufgelegt. 10.000 für Reparatur bezahlt. Das war ja heftig. Okay, Finnland, da nehmen wir mal... Was nehmen wir denn? Tiger, genau, wir wollten eigentlich Tiger spielen. Dann nehmen wir auch den Tiger. So. Wir ziehen uns auch gleich mal nach rechts. Sehr gut, wir haben wieder Amerikaner dabei. Das minimiert bzw. eliminiert mein Risiko, gegen den 18 zu spielen.
Und dann fahren wir mal der Gruppe hier hinterher. Ah, schön, Tiger in Weiß. Ich falle halt hier so ein bisschen auf den Butterhund. Verstecken, abtarnen und aus dem Hintergrund snipen ist wohl heute nicht. Also zumindest nicht auf der Map. So, wo fahrt ihr hin? Ihr fahrt mir durch die Mitte, dann halte ich mich da mal dran. Super Jungs, schön seid ihr euch ausgewichen. Oh, der Gift King ist auch unterwegs. So, jetzt langsam machen. Ich will nur ungern derjenige sein, der seine erst auf die Mütze kriegt. Zumal ich die Map einfach noch nicht gut kenne. Ich bin jetzt erst 3 oder 4 Mal gefahren. Hast du gesehen? Ja, da oben ist was. Oh, viel zu kurz. Okay, die IS-2 hat sich ein bisschen verschätzt. Ich aber auch. Wurde ich jetzt getroffen oder was? Leute, wahrscheinlich. Hä, was ist denn jetzt los? Ah, okay, war nur ein Anzeigebug. Ich dachte, was war denn das? So, insgesamt muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil da oben waren auch ein paar unterwegs. Und ich muss ein bisschen aufpassen, weil es klingelt gleich und meine Frau möchte rein. Ist ja immer relativ schmerzfrei, die Frau. Der Schlüssel ist auch nicht so ist. Oh, jetzt geht er aus dem Weg, mein Freund. Fahr vor oder fahr nicht vor, aber nicht vor und stehen und vor und stehen. Oh, was ist das für eine Stelle? Okay, gucken wir doch mal, ob wir hier nochmal vorkommen. Boah, die Kanten hier sind ja echt der Hammer. Du dopst mal rum, die sind flummi. So, dann stoßen wir doch mal in die Stadt vor. Das sind ja nicht umsonst Durchbruchspanzer. Sehr schöner Treffer, sehr schöner Treffer. Weil ich da auch schlicht und gerade ein bisschen Glück hatte, dass er mit dem ersten Schuss deutlich drüber geschossen hat. Nein, wo habe ich den eben hingesetzt? Okay, dann hat es mich erwischt. Gut, dann klicke ich mich hier auch aus. Okay, da kam einer von oben nach. War auch keine ganz so schlechte Runde, hätte besser sein können. Aber danke fürs Zuschauen. Ah, genau, da seht ihr das mit dem Munitionsdepot, was einfach ein bisschen blöd angebracht ist. Da oben tummeln sie sich langsam. Genau, ich habe jetzt zwar noch einen Respawn, aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt, weil ich eh gleich unterbrochen werde. Und hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.